Peace, Leute, was geht ab? Hier ist euer Bus- und Bahnexperte. Willkommen zu ein neues Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf Mr. Wissen to go. Die Wahrheit über die Deutsche Bahn. Über die Bahn, also. Und zwar, das kommt auf beide Kanäle, auch immer auf Bus-Bahn-Experte. Das wird unten verlinkt. Ist unten verlinkt. Und einmal auf Lucky Action. Ist auch unten verlinkt bei Bus-Bahn-Experte. Und ja, viel Spaß beim Video. Schaut auf jeden Fall da rein. Der ist voll korrekt. Da hat der auch ein Video gemacht über das Impfen. Wegen die Impfen. Pflicht und so. Macht auch generell coole Videos. Und der schaut auf jeden Fall rein. Sieht auch, ist auch sehr cool. Und ja, wir starten mal eigentlich mit dem Video. Eine kleine Sache gibt es noch. Und zwar, ihr seht ja noch momentan ohne Facecam. Aber ab nächste Woche, ab Sonntag, seht ihr mich mit Facecam. Seid auf jeden Fall gespannt. Momentan ist noch mein Frontkamera kaputt. Aber ab Sonntag seht ihr mich mit Facecam. Seid gespannt. Und ja, wir starten jetzt mal eigentlich mit dem Video. Mal ganz spontan. Welches Wort fällt euch ein, wenn ich euch folgenden Begriff zuwerfe? Deutsche Bahn. Ich wette mit euch, viele haben jetzt geantwortet mit Verspätungen. Und das ist auch verwunderlich, denn stimmt. Die Zahl der Verspätungen bei der Bahn steigt von Jahr zu Jahr immer weiter an. Dabei sind Verspätungen gar nicht das eigentliche Problem, sondern nur Teil eines viel, viel größeren Hauptproblems. Die Bahn ist, wenn man so will, das Schmuddelkind unter den deutschen Unternehmen. Hohe Schulden, Kundenunzufriedenheit und ein ziemlich ramponiertes Image. Aber warum ist das so? Was ist da schiefgelaufen? Was läuft immer noch schief? Darum geht es in diesem Video. Das frage ich mich auch, obwohl nur Verspätungen schieflaufen. Das Einzige wären, worüber sich die Bahnmanager Gedanken machen müssten, dann wären sie wahrscheinlich ziemlich glücklich. Wissen to go. Starten wir mal mit einer vielleicht überraschenden Tatsache. Die Deutsche Bahn ist noch ein ziemlich junges Unternehmen. Es gibt sie erst seit 25 Jahren. Gegründet wurde sie im Jahr 1994. Als war zu spät? Bis dahin gab es auf deutschem Boden zwei Eisenbahngesellschaften, nämlich im Westen die Deutsche Bundesbahn und im Osten die Deutsche Reichsbahn. Die gab es in der DDR oder nach der Wende. Ach ja, stimmt. Die Deutsche Reichsbahn und Bundesbahn. Beides waren staatliche Unternehmen, die ziemlich runtergewirtschaftet waren. Sie hatten Schulden von insgesamt 66 Milliarden D-Mark. Oha. Das wollte man alles auf Null setzen. Es sollte alles besser werden. Und deshalb hat man gesagt, wir müssen die Bahn privatisieren. Sie soll also ein privatwirtschaftliches Unternehmen werden. Man hat beide Gesellschaften genommen und zur Deutschen Bahn Aktiengesellschaft zusammengeschlossen. Die Privatisierung ist dann auch erfolgt, allerdings bis heute nicht komplett. Die Bahn ist zum Beispiel nicht an der Börse und gehört immer noch zu 100% dem Staat, ist aber eben ein staatliches Unternehmen. Man spricht da von einer Teilprivatisierung. Ist ein bisschen kompliziert. Wenn euch das Ganze weiter interessiert, dann könnt ihr dazu unten in der Infobox einen Link finden. Wichtig ist, dass ihr wisst, die Bahn ist ein privates Unternehmen, das aber zu 100% dem deutschen Staat gehört. Und warum hat man das damals überhaupt gemacht? Naja, wie eben schon angedeutet, man wollte den Staat entlasten und damit letztendlich auch den Steuerzahler. Man hat gesagt, wenn die Bahn ein privates Unternehmen ist, dann schafft sie es, irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen und dann muss... Ja, ich dachte immer, bei der Deutschen Bahn geht an die Verspätung an, wegen Gleisbearbeiten, Signalstörung, Weichenstörung, jetzt momentan auch noch Gewalt und Vandalismus und Gewalt in der Bahn und so, alle so ein Kack, was weiß ich. Da dachte ich immer, kommt die Verspätung. Aber das stimmt wirklich, die Bahn war wirklich aufgeteilt. Einmal, es gab ja die DDR und die BRD. Einmal die Reichstagbahn in Bundesrepublik Deutschland und in der DDR die wie hieß die DDR? Ich komme da nicht mehr drauf, wie die DDR hieß.
Sonst, wenn ich darauf komme, wird einmal gleich irgendwo so ein Text hier hinkommen, wie die DDR heißt. Und ja, und die wurden aufgeteilt, die Bahn. In der BRD hieß die Reichstagsbahn, in der DDR hieß die Deutsche Bundesbahn. Und jetzt weiß ich, wie die DDR hieß. Deutsche Republik Deutschland. Mir fällt das nicht ein, auf jeden Fall wird das irgendwo angezeigt dann. Aber ja, und eine neue Funktion, hier kann man auch ein Like lassen. Genau, lass mal Like da. Und ja, das ist aber 66 Milliarden D-Mark, Alter. Boah, Schulden. Und dann wurde nach der Zeit die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Bundesbahn zusammengefügt in die, ja, in die Deutsche Bahn. Ja. Aber das so früh, 1994, die Deutsche Bahn AG gegründet wurde, so spät. Guck mal, die DVG gibt es schon seit 114 Jahren und das gibt schon seit 25 Jahren. Alter, ich dachte, das wäre auch so früh gewesen. Aber dass es so spät war, hätte ich nicht gedacht. Weiter geht's. Kein Geld mehr vom Staat zugeschossen werden. Hat das geklappt? Ist die Bahn heute erfolgreich? Naja, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann bekommt man den Eindruck, ja, es ist so. Die Bahn befördert jedes Jahr. Da gibt's auch noch eine Kritik. Früher, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich ein Weisung gemacht. Also früher bin ich nur manchmal mit der Deutschen Bahn gefahren. Manchmal, wenn wir in Dienstlaken waren, da und ja, halt, früher bin ich halt mit der Deutschen Bahn gefahren, da habe ich in Wallisum gewohnt, in Duisburg, wo wir in Dienstlaken waren, wollten wir mal nach Oberhausen. Da hatten wir ewig lange auf den Zug gewartet, weil er nicht kam. Es war manchmal ein Dostos-Wagen und manchmal so, keine Ahnung, so ein IC-Wagen. Ja, hat halt so lange gewartet. Und ja, aber jetzt, wenn man da jetzt blickt auf die Zukunft, wird die Bahn schon etwas besserer. Ist die Bahn bis etwas besser geworden. Aber ich bin mal gespannt, wie die Bahn noch weiter besser wird. Und jetzt schauen wir weiter. Wie viele Passagiere die jetzt einnimmt, die Deutsche Bahn? Ja, 4,5 Milliarden Personen. 4,5 Millionen. In 30 Ländern weltweit aktiv, hat mehr als 300.000 Mitarbeiter. Und es gibt auch eine Broschüre der Bahn mit. Da frage ich mich wirklich, 300.000 Mitarbeiter in 140 Länder. Wenn man die jetzt in 140 Länder aufteilen würde, in 300.000 Mitarbeiter, wie viel wären es dann? Wie viele Mitarbeiter wären in 140 Länder plus 300.000 Mitarbeiter? Wären, glaube ich, immer mit 140 Länder in und in jedem Land insgesamt 300.000 Mitarbeiter in jedem Land, sagen wir einfach so 20 Mitarbeiter, dann wäre es schon wenig, weil vor dem Jahr haben die so 2016, 15, 13 haben die nach Mitarbeiter gesucht. Ich weiß nicht, ob die immer noch nach Mitarbeiter suchen. Ich weiß das nicht. Aber könnt ihr mal gerne recherchieren.
Oder ich recherchiere das mal gerne. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ja, ihr könnt ja gerne pausieren, umschalten in den Taschenrechner und dann halt 300.000 geteilt. Ne, warte. 140 geteilt 300.000. Dann kommt ihr bestimmt auf das Ergebnis, wie viel das sind. Wie viele Mitarbeiter in 140 Ländern sind. Ja. Im Titel wussten Sie schon das, und da kann man zum Beispiel lesen, dass die Bahn den höchsten Umsatz aller europäischen Eisenbahngesellschaften genau. hat. Eine Erfolgsgeschichte. Und auch der Gewinn kann sich sehen lassen. Der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Christian Böttger schätzt, dass der Gewinn im Jahr 2018 bei der Bahn bei ungefähr 1,7 Milliarden Euro lag. Wow. Gar nicht so schlecht. Aber wie passt das zusammen mit dem Image, das die Bahn inzwischen hat? Ist sie vielleicht besser als ihr Ruf? Nicht unbedingt, denn man sollte folgende drei Wahrheiten kennen. Wahrheit Nummer 1, die Bahn ist nicht gleich die Bahn. Okay, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber ganz einfach erklärt. Frage ich mich auch. Die Bahn ist inzwischen nicht nur ein Unternehmen, das dafür sorgt, dass Menschen in Zügen über Schienen rollen können, sondern sie ist viel mehr. Sie ist ein riesiger... Habe ich so auch öfters gesehen, die Bahn ist nicht die Bahn, weil die Deutsche Bahn, wie ich oft sehe, fahren auch Deutsche Bahn, Busse, Gelenkbusse in Duisburg. Es gibt Deutsche Bahn, die arbeiten für Flixbusse. Es gibt Deutsche Bahn LKWs. Ja, das habe ich mal gesehen. Und die ganzen Güterverkehre. Das habe ich gesehen. Aber was noch mehr ist, frage ich mich auch jetzt. Konzern mit verschiedenen Tochterfirmen. Zum Beispiel mit Schenker, einem Logistikkonzern. Ja. Oder Arriva, einem Konzern, der sich um Personenbeförderung Schenker. Im Ausland kümmert. Das alles sind Teile der Bahn. Und der Nah- und Fernverkehr, also das, was man wahrscheinlich als das Kerngeschäft der Bahn bezeichnen würde, macht beim Umsatz nur einen relativ geringen Teil aus. 10% des gesamten Umsatzes wird im Fernverkehr erzielt und 20% im Nahverkehr. Also insgesamt nur ein Drittel. Aber 10% im Fernverkehr, das wäre dann LKWs im Fernverkehr. Für Schenker und wie war das andere? Ich weiß ja nicht mehr, wie das andere war. Und einmal Nahverkehr 20%. Wenn man das jetzt umrechnen würde, sind das insgesamt 30%. Aber wie viel Prozent sind das beim anderen? Frage ich mich jetzt auch. Der Rest kommt vor allem über die Logistik zustande. Ja. Das Problem ist aber, beim Umsatz und auch beim Gewinn macht das nur einen kleinen Teil aus, aber bei den Kosten einen überproportional großen Teil. Das heißt, wenn, was ja passiert, immer mehr Menschen mit der Bahn fahren, dann ist das für den Konzern gar nicht so unbedingt gut. Man hat zwar ein bisschen mehr Einnahmen durch die Ticketverkäufe, allerdings muss man auch mehr zur Verfügung stellen. Mehr Personal, bessere Infrastruktur und so weiter und so fort. Ja, die Deutsche Bahn braucht insgesamt wirklich mehr Personal und Infrastruktur. Das braucht die auf jeden Fall. Weil ich glaube, dann kommen die ganzen Verspätungen nicht und so. Da braucht die Deutsche Bahn auf jeden Fall. Und das kostet jede Menge Geld. Geld, das man aus anderen Ecken des Konzerns holen müsste. Aber das ist gar nicht so einfach. Schenker zum Beispiel, der Logistikkonzern, der ist vor allem im Ausland aktiv. Und die Gewinne, die Schenker macht, müssen zum Teil im Ausland bleiben. Bei Arriva ist das ähnlich. Man kann also nicht genau, Arriva war das. Da nehmen und dann dort rübernehmen. Experten raten deshalb auch dazu, dass die Bahn einige ihrer Töchter verkauft. Arriva zum Beispiel bringt zwar Gewinne ein, aber letztendlich gar nicht so viel. Da sagen manche Fachleute, es wäre besser, Arriva zu verkaufen. Das würde den Konzern... Guck mal, das war bei Abellio auch so. Die hatten nicht mehr so viel Geld gehabt. Dazu haben die das in eine andere Firma verkauft. Ich weiß nicht, wie die Firma da heißt jetzt. Nicht mehr Abellio, sondern eine andere Firma, die jetzt auch für VRR ist. VRR. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Da weiß ich nicht, wie die neue Firma heißt bei von Abellio. Die arbeiten auch mit Deutsche Bahn zusammen und so. Da weiß ich überhaupt nicht, wie die neue heißt. Muss ich auch noch wollte ich mal nachgucken. Falls ihr das weiß, schreibt unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen.
falls ihr das weiß, weil ich weiß das nicht mehr so ganz, wie die neue heißt, ist jetzt seit kurzem, ich glaube seit Herbst, also ich glaube in den Herbstferien kam dies, weil nach den Herbstferien ging Abellio pleite. Da hat Abellio gesagt, wir verkaufen die Firma in einer anderen Firma und wir halten uns raus. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die jetzt auch mehr Geld verdienen überhaupt. Ja. Konzern verschlanken und würde frisches Geld bringen, frische Gewinne, und die könnte man dann letztendlich wieder investieren. Und dieses frische Geld wäre für die Bahn auch extrem wichtig. Denn von den geschätzt 1,7 Milliarden Euro, die die Bahn im Jahr 2018 Gewinn gemacht hat, bleibt nicht so wirklich viel übrig. Allein 1 Milliarde Euro geht drauf für Zinsen. Zinsen, die man bezahlen muss, weil die Bahn jede Menge Schulden hat. Sie steuert immer weiter auf die vom Bundestag festgelegte Obergrenze von 20,4 Milliarden Euro zu. Okay, kann man sagen, gut. Das Problem ist, wenn jetzt die Bahn noch weiterhin sehr viel Schulden machen, die geben ja auch sehr viel Knete aus für neue Strecken, Schnellstrecken und so alles. Für Gleisbauarbeiten, für Signalsteuerung, für neue Bahnhöfe. Ich glaube, die Bahnhöfe bezahlt das Land, nicht die Bahn oder die Staat oder der Staat. Ich weiß das nicht. Ich glaube, das bezahlt die Staat. Braucht dringend ein Update. Ja, und die Zahlen, die jetzt kommen, die findet man so in keiner Broschüre der Bahn. Aber sie sind wichtig, um zu verstehen, warum der Konzern so in der Krise ist. Im Jahr 2018 kamen gerade einmal 70% aller Fernzüge in Deutschland pünktlich am Ziel an. Ja. Pünktlich, das heißt mit einer Verspätung von unter 6 Minuten. Laut Recherchen des ARD... So, die Deutsche Bahn muss sich auch merken, wenn jetzt Sturmböen kommt, war ja vor 2 Jahren, war ja so eine richtig starke Sturmbe. Ne? Ich glaube, die hieß Sabine oder keine Ahnung, wie die hieß. Da hatte die Bahn richtig viel Verspätung. Da muss die Bahn jetzt mal, ich hoffe, dass die Bahn jetzt das merkt, okay, wir müssen jetzt recherchieren, wann das nächste Sturmbe kommt. Dann müssen wir extrem viel arbeiten, dass die Bäume sehr schnell wegkommen, die Oberleitungsrisse sehr schnell repariert werden und so, dass die Züge noch weiterhin pünktlich kommen. Ich hoffe, daran arbeiten die Deutsche Bahn, daran, genau an die Verspätung. Im Magazins Kontraste sind nur 20% aller in Deutschland verfügbaren ICE vollständig funktionsfähig. Ja. Nur 20%. Allein im Jahr 2016 ist die Zahl der Züge, die die Werkstätten mit Mängeln verlassen haben, wohlgemerkt mit Mängeln verlassen haben, um 17% angestiegen. Ja. Der Grund dafür, zum einen mangelndes Personal, zum anderen aber auch eine veraltete, marode, nicht mehr intakte Infrastruktur. Ein beachtlicher Teil der rund 34.000 Kilometern Schiene, die in Deutschland verlegt sind, ist sanierungsbedürftig. Mhm. Von den Signalen, Weichen, anderen Dingen, die wichtig sind für die Infrastruktur, ganz zu schweigen. Dazu kommen jede Menge marode Züge. Beim Schienennetz kann die Bahn sich zurücklehnen und kann sagen, okay, ist nicht unser Ding, das zahlt ja der Staat. Ist tatsächlich so. Bei den Zügen... Genau, das zahlt der Staat alles. Ist dringender Nachholbedarf. Und deshalb hat die Bahn auch vor einiger Zeit 137 neue ICE bestellt. ICE4, so heißt dieser Typ. Das habe ich schon mal gesehen. Milliarden Euro. Aber sieht man sehr selten. Die Bahn, ne? Noch mal 1 Milliarde Euro ausgeben für die Modernisierung vorhandener Züge und für neue Triebzüge. Insgesamt also 6 Milliarden Euro. Ihr habt das vorhin mit den Schulden gehört. Das fragt man sich, 6 Milliarden Euro. Frage ich mich auch. Die Politik auch gerade. Es wird wohl darauf rauslaufen, dass der Staat die Schulden erhöht, dass der Staat was zuschießt. Geld, das natürlich auch irgendwo herkommen muss, Steuergeld. Und man muss sagen, eine andere Geld wächst auch nicht auf Bullen. Die Alternative wäre noch mehr Verspätung, noch mehr Zugausfälle, noch mehr umgekehrte Wagenreihungen und so weiter. Das so kommt ja auch noch dazu, das heißt, Wagenreihung. Ursprungsidee, dass durch jetzt eine Wagenreihung ausfällt oder so. Die Bahn sich irgendwann als privates Unternehmen selbst trägt, da ist inzwischen nicht mehr wirklich viel übrig. Ja. Und damit sind wir auch schon direkt bei Wahrheit Nummer 3. Ja, wenn halt alles nicht gezahlt wird, was es in Zukunft kommen wird, dann bald gibt es keinen Nahverkehr mehr zwischen Bund und Länder. In Bund und Länder, jetzt zum Beispiel,
wird dann halt ganz Deutschland die Züge, halt DB, gar nicht mehr geben. Alle Strecken werden ausgebaut, dann gibt es nur Busse, Busse, Straßenbahn und Stadtbahn, U-Bahn, Taxen, ja, und Flugzeuge. Dann gibt es die Deutsche Bahn gar nicht mehr, wenn das nicht so weiterläuft. Ich hoffe, dass die Deutsche Bahn dann halt weiter dran arbeiten wird, dass die Zugausfälle, Wagenverlegung, Weichenstörung, Gleisbauarbeiten, dass die sich halt verbessern werden in naher Zukunft. Die Politik versagt immer wieder, wenn es um die Bahn geht. Ja, gedacht war das eigentlich das ist ganz auch, schön. Die Bahn ist ein privates Unternehmen. Die Politik versagt wirklich. Guckt immer nur mal wieder drauf, ob alles läuft, kontrolliert, aber ansonsten lässt sie diesen Konzern machen. Die Realität in den vergangenen 25 Jahren sah aber anders aus. Es gab immer wieder große Krisen und die Politiker waren massiv gefragt, vor allem die Verkehrsminister. Allerdings muss man sagen, haben die Verkehrsminister in Bezug auf die Bahn ihren Job nicht immer wirklich gut gemacht, sagen Experten. Im Gegenteil, sie hätten Feuerwehrmänner sein müssen, haben aber oft alles nur noch schlimmer gemacht. Ja. Zum einen dadurch, dass sie bei Krisen weggeschaut haben, nicht richtig agiert haben und zum anderen dadurch, dass sie es versäumt haben, die richtige... Das Problem kommt jetzt auch noch hinzu. Wegen die ganze Corona-Krise werden die Züge ja noch mehr Verspätung bekommen, weil die jetzt wegen die 3G-Regel die Kontrolleure erstmal alle kontrollieren müssen, ob die wirklich einen 3G-Nachweis haben. Falls jetzt einer kein 3G-Nachweis hat, nur ein Ticket, müssen die sind die sogar verpflichtet, die aus dem Bahn rauszuwerfen. Und das kann zu Verspätung führen. Ja. Die Infrastruktur zu schaffen. Denn das, was für viele Verkehrsminister in der Vergangenheit vor allem wichtig war, das war der Verkehr auf der Straße. Schienen wurden immer wieder vernachlässigt. Ja. Das war auch das. Das ist das Geilste. Die Politik will weniger Autos auf der Straße, mehr Bus und Bahn fahren, mehr Nahverkehr fahren, weniger Autos. Das andere Problem ist bei der Deutschen Bahn, dass die Verspätung bekommen. Und deswegen fahren jetzt auch sehr viele mit dem Autos und so. Und mit Fahrrad, nicht mehr mit dem Nahverkehr, weil jetzt momentan sehr viele Verspätungen kommen, wegen Weichenstörungen und so allem, so drum und dran. Und das nervt halt. In Länder, halt in Nachbarländer von Deutschland, weil manche fährt auch in IC nach Frankreich, nach Belgien, Niederlande, Dänemark, Polen, Österreich, Schweiz, Tschechien, halt in ganzen Nachbarländer von Deutschland. Und deswegen fahren die jetzt auch sehr viele mit den Autos anstatt mit dem Nahverkehr, weil die Deutsche Bahn immer mehr Verspätung bekommt. Und die Politik will, ja, fahrt mit Nahverkehr, die kommen immer pünktlicher, die Deutsche Bahn kommt immer pünktlich. Die kommen nicht pünktlich, die haben Verspätung ohne Ende. Wo ich, glaube ich, Weihnachten, Heiliger Abend, habe ich mal geguckt, oben am Bahnsteig. Zug ICE fällt aus wegen Weichenstörung. Der nächste Zug, 110 Minuten Verspätung wegen Signalstörung und wegen Gleisbauarbeiten. Da habe ich schon gedacht, Alter, warum? Warum, Deutsche Bahn, warum? 1994 wurden 16% des bestehenden Schienennetzes stillgelegt. Zum Teil war das sinnvoll, zum Teil wurde das aber auch nur gemacht, weil die Strecken nicht mehr rentabel waren, da auch Leute hätten fahren wollen und zum anderen, weil das Geld für Modernisierung... Wie jetzt zwischen Walsum und Duisburg Hauptbahnhof und am Hamborn ist so ein alter Bahnhof,
Die Strecke wurde stillgelegt, weil jetzt plant die Deutsche Bahn, dass wir jetzt den Bahnhof wieder aufmachen, der dann von Duisburger Hauptbahnhof über Walsum, Hamborn fährt bis nach Dienstlaken. Darf ich mal gucken, ob die das hinbekommen? Wenn die das wieder hinbekommen, dann würden, glaube ich, sehr viele von Dienstlaken wieder nach Duisburg fahren. Da mussten die aber wirklich sehr viel Geld zahlen müssen, wenn die müssen ja alle Bahnhöfe neu sanieren. Die wollen ja erstmal den Duisburger Hauptbahnhof neu sanieren. Das kostet ja auch Geld. Geht alles, muss alles bezahlt werden. Die neue Bahnhofsanierung, die Bahnhofsanierung, die schon ausgerottet sind, die müssen ja auch saniert werden. Und ja, das kann Geld kosten, aber richtig viel Geld. Neue Ticketautomaten, neue Anzeigen, Tafeln, das kann alles kosten. Neue Rolltreppen, neue Aufzüge, das kann alles kosten. Wenn nicht da war. Dazu mal ein paar interessante Zahlen zum Vergleich. Die Schweiz gibt jedes Jahr pro Bürger 362 Euro für das Schienennetz aus. Ja. In Österreich sind es 187 Euro und in Deutschland 69 Euro. Da gebe ich schon recht. Die Schweiz gibt ordentlich mehr Geld aus als Deutschland, weil pro Bürger. Und weil das Problem ist, in Schweiz fahren sehr viele mit der Bahn, mit Nahverkehr, als in Deutschland. Weil die Deutsche Bahn kriegt das einfach in Deutschland nicht gebacken. Deswegen fahren auch so wenig mit. Deswegen auch 69 Euro. Aber dafür muss man jetzt gucken. Muss man jetzt ausrechnen. 69 Euro in 20 Jahren. Das sind, glaube ich, über 3000 Euro oder so. Muss man nochmal ausrechnen. Dazu kommt, dass verantwortliche Politiker sich, wenn etwas gut läuft, gerne mit der Bahn schmücken, aber wenn es Probleme gibt, dann halten sie sich vornehm zurück. Als Ende 2018 mal wieder Probleme bei der Bahn bekannt wurden, hat der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sofort gesagt, Richard Lutz, der Bahnchef, der muss etwas unternehmen. Er selbst hat allerdings nicht wirklich Vorschläge gemacht, was man verbessern könnte. Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass der Personenverkehr, die Zahl der Personen, die über Schienen befördert werden in Deutschland bis zum Jahr 2030, verdoppelt werden soll. Experten sagen, das ist unter den jetzigen Umständen überhaupt nicht zu schaffen. Die Politik macht unrealistische Vorgaben und hat überhaupt keinen Einblick darin, wie das System Bahn läuft. Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Böttger sagt auch, es gibt im Bahnvorstand und auch im Aufsichtsrat zu wenige Menschen, die das Prinzip Bahn, die das System Eisenbahn verstanden haben. Und in der Politik ist es ähnlich. Das heißt, die Politik, die eigentlich einen prüfenden Blick auf die Bahn haben sollte, die sich auch damit auskennen sollte, wie das läuft, die versagt immer wieder. In der Vergangenheit, aber auch aktuell. Das heißt, auch wenn einige der offiziellen Zahlen ganz gut aussehen, hat die Deutsche Bahn massive Probleme. Viele Schulden, ein sanierungsbedürftiges Schienennetz, marode Züge und ein ramponiertes Image. Das sorgt für Frust. Bei den Kunden natürlich auf der einen Seite, die immer wieder Zugausfälle, Verspätungen und vieles mehr hinnehmen müssen, aber auch bei den Mitarbeitern, die den Frust der Kunden abbekommen und sagen, naja, wir können doch auch nicht so wirklich dafür. Dazu kommen weitere Probleme, die die Bahn hat, zum Beispiel mit wachsender Konkurrenz, vor allem im Nahverkehr oder auch mit problematischen Großbauprojekten wie Stuttgart 21. Die Bahn hat einen Plan vorgelegt, wie man alles besser machen kann, wie die Bahn zukunftsfähig werden kann. Ob dieser Plan aber wirklich in die Tat umgesetzt werden kann, daran zweifeln Fachleute. Ich habe ihn euch mal unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal rein oder lasst uns ein bisschen diskutieren. Ist die Bahn ein Konzern, der Zukunft hat oder ist das alles ein Himmelfahrtskommando? Was meint ihr? Schreibt es gerne unten in die... Ja, da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob das ein Zukunft ist, also Zukunftsformat ist oder ein Himmelsfahrt ist bei der Deutschen Bahn. Ich meine eher ein Himmelsfahrt, weil wenn die Deutsche Bahn jetzt guckt, wegen die Zukunft führt, dann sage ich, ist ein Himmelsfahrt, wegen die ganzen Verspätungen, Ausfällen und so weiter und so fort. Boah, da
kann wirklich überhaupt nichts stimmen bei der Deutschen Bahn. Aber egal, ich werde einfach mal sagen, bis dahin, ciao, euer Bus- und Bahnexperte. Ciao.